Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück hier bei Cardomania Stuttgart. Wir verschärfen unseren bereits abgefilmten Versuch mit, wie viel Unterschied machen 30 Kilo mehr. Ihr könnt euch erinnern, wir hatten das Video mit unserem 7 PS Kart, 71 zu 101 Kilo, wie viel Zeitunterschied macht's? Tim meinte gerade, es waren damals 4/10 ungefähr Unterschied. Wir machen das Ganze heute mit einem 9 PS Kart, weil ich habe so ein bisschen die Vermutung, dadurch, dass wir mehr Leistung haben im Kart, schluckt das Ganze gewichtstechnisch ein bisschen besser und wir werden nicht so einen großen Zeitunterschied haben. Aber ihr schreibt jetzt erstmal in die Kommentare rein, was glaubt ihr beim 9 PS Kart, 70 zu 100 Kilo der Unterschied, wie viel Zeit liegt auseinander hier bei uns auf der Strecke. Abonnieren nicht vergessen und liken natürlich auch, bevor es losgeht. Lasst uns nicht viel Zeit verlieren, let's go! So, also, wir sind gerade schon am Bestücken vom Kart. Mit Gewichten. So. So sieht es beim 9er aus. 10, 20, 25, 30. Gleiche Bedingungen wie vorher. Wir gehen wieder von 71 Kilo aus. Ohne Gewichte. Jetzt haben wir Kart plus mich plus die Gewichte 101 Kilo. Ich bin mal gespannt, ob jetzt die Mehrleistung, die wir hier haben, einen Unterschied macht in Bezug auf die Differenz, die wir zeitentechnisch haben. Wir probieren das jetzt einfach mal oder gucken, ob wir da vielleicht genau gleich nun minimal auseinander liegen. Aber wir gucken jetzt einfach mal. So. Wollen wir mal schauen. Gut, also wir haben jetzt eine Runde Zeit, um die Reifen irgendwie ein bisschen auf Temperatur zu kriegen. Natürlich schauen, dass wir eine möglichst gute Zeit hinlegen. Das ist jetzt auch wieder 9 PS, fährt man seltener. Hey Junge, ich vergesse jedes Mal, wie geil der sich anhört. Geil, ey. So. Also das Problem, was wir bei dem 7er Kart hatten, mit dem Druck unten rum, dass das weniger ist, kann ich aktuell nicht einschätzen, weil das 9er halt Power hat. Aber wir probieren es mal. So, dann gehen wir hier rein. Ja, ein bisschen weit. Ah, bra. Das war schon mal nichts. Wir müssen hier schon irgendwie eine Vergleichbarkeit hinkriegen. Das ist echt krass. Also die Kurve steht irgendwie krumm. Warte mal, wir geben kurz Tim Bescheid. Ich mache noch mal eine Runde, ich bin voll eng geblieben. So. Aber ich hatte auch hartes Untersteuern. So. Bisschen Temperatur reinkriegen. So. Und let's go. Jawohl. Also das Resultat ist an und für sich das gleiche wie bei dem 7er. Oh, sehr viel Druck nach unten. Das ist wirklich cool. Dadurch auch echt viel mehr Traktion. Oh, die Kurven sind echt hart. Hier fällt es mir auch deutlich schwerer zu reden, weil es deutlich anstrengender ist. Oh. Also hier ist es übelst krass. Oh. Puh. Kurzes Feedback, ich hatte es ja gerade auch schon gesagt gehabt. Es war deutlich schwerer zu reden überhaupt wie im 7er Kart, weil es deutlich anstrengender war. Viel mehr Geschwindigkeit, viel mehr Druck durch die Kurven. War echt hart, auch so für den Körper dagegen zu halten. Es hat sich jetzt für mich fürs erste Mal lange 9er nicht mehr gefahren. Mit viel Gewicht extrem krass angefühlt. Echt recht gut Druck gehabt, aus den Kurven raus, in den Kurven, echt viel Traktion. Vergleichbar mit dem 7er, nochmal ein bisschen krasser. Aber ich bin mal jetzt gespannt, was die Zeit war. Hast du geguckt? Hast nicht geguckt? Irgendwas mit 32. 32? Irgendwas mit 32, ich kann nochmal zeigen. Nee, ist nicht von dem.
Wie viel? 32,430. Blende mal ein, dass wir das haben. Runde 1 mitgewichten. 32. Nicht, dass du laut genug bist. Ja, ja. 32. 32,430. Okay, alles klar. Das tust du mal einblenden, dass wir es haben. Wir nehmen die Gewichte raus. Jetzt musst du halt den Lauf beenden und nochmal starten. Ja, jetzt fährst du natürlich kurz warm. Ja, genau. So. Die Beschleunigung war halt schon echt viel geiler wie als mit dem 7er. Hier wirkt es auf gar keinen Fall so träge. Logisch, wir haben zwar nur 2 PS mehr, aber das ist halt das, was sich so ein bisschen schwer erklären lässt. Ich bin sicher, viele, die viel Kart fahren und sagen, ja, ich fahre 7er Kart, ja, ich fahre mit dem 9er. Da denken alle, oh ja, 2 PS, das macht nichts aus. Aber wir haben halt hier auf, was weiß ich, 150, 200 Kilo, wo wir uns in dem Bereich bewegen, sind halt 2 PS enorm. Ja? Eine Runde brauchen wir noch. So, dann wollen wir mal schauen, ohne Gewichte, wie das abgeht. Oh, krass. Also die Beschleunigung ist schon heftiger. Oh, aber ihr seht, deutlich mehr Takt, deutlich weniger Traktion, Entschuldigung. Wollen wir mal schauen. Boah, die Beschleunigung hier raus ist jetzt aber krasser. Auf jeden Fall. So. Let's go. Boah, ja. Ja, hier komme ich schneller wieder weg. Boah, hier komme ich auch recht schnell raus, glaube ich. Alter. Oh, alles deutlich zackiger, mehr Gegenlenken, also mehr Korrekturen. Oh, das war, ah ja, gut, die Power macht es wieder wett. Ah, leichte Berührung. Ja. Bisschen Bowling. Boah. Viel, viel zackigeres Gefühl, viel mehr Korrekturen, viel mehr mit dem Gas spielen, dass du nicht zu viel Kraft kriegst und zu viel übersteuern. Also man merkt hier das Gewicht deutlich mehr daran, dass man mehr rutscht. Was schneller, was langsamer? Ich glaube, es war langsamer. Ohne Gewichte? Ja. So. Wenn du so guckst. Oh, krass! Ein Zehntel! Fast genau ein Zehntel langsamer. Krass. Das war jetzt die letzte ohne Gewichte und das war die mit Gewichte. Wie war das bei dem 7er? Da waren es wie viel Zehntel? 4 Zehntel Unterschied. 4 Zehntel? Ja. Krass, hier ist es ein Zehntel. Gut, ich hatte da hinten einen kleinen Kontakt. Bei dem Rausbeschleunigen, das habe ich aber auch gesagt gehabt. Hatte ich aber auch gesagt gehabt. Ich vermute mal, wäre der nicht gewesen, wäre es vielleicht gleich schnell gewesen. Aber warum ist das so ein großer Unterschied bei den 9 zu den 7? Also warum ist bei den 7 wirklich ein Unterschied da und bei den 9 PS anscheinend nicht? Also, ich kann nur sagen, physikalisch macht es auf der einen Seite Sinn. Wir haben hier einen viel stärkeren Motor. Das ist mal der Grund 1. Der schluckt diese Differenz, glaube ich, etwas besser wie ein schwacherer Motor. Auch, ich habe es auch beim Fahren gesagt gehabt, gefühlt war jetzt die Beschleunigung von Anfang an mit den Gewichten, zudem dann ohne Gewichten, hat sich nicht so viel genommen. Klar, man hat gemerkt, dass er mehr abging, aber der Unterschied war bei dem 7er Kart deutlich krasser. Also obenrum hatte ich genau den gleichen Speed wie also mit, sowohl mit als ohne Gewichte, das hat überhaupt keinen Unterschied gemacht, die Top-Höchstgeschwindigkeit. Nur aus den Ecken raus war es tatsächlich ein bisschen minimal träger. Und ich vermute mal, das ist das, der eine Zehntel, der einfach fehlt. Mehr ist es nicht. Dann müssen wir auf jeden Fall auch noch die menschliche Komponente ein bisschen mit einrechnen. Zehntel fehlt ja bei ohne Gewicht. Ja genau, aber ich glaube, da würde ich... Dass ein Riesenunterschied ist bei den 9ern, dass bei unserem Belag vor allem, muss man halt dazu sagen, das 9er ist schon eh sehr ein rutschiges Kart bei uns. Das 9er ist einfach für unseren Belag, generell kann man sagen, zu
übermotorisiert, um nur sauber zu fahren. Also du hast mit dem 9er hier so viel Kraft, dass du eigentlich immer querfährst oder durchdrehende Räder hast, wenn du es nicht gut dosierst. Und ich glaube, also ich würde sagen, das eine Zehntel ist eigentlich eine menschliche Komponente, würde ich so fast behaupten. Ein Zehntel mit dem einen Fehler, das ist das, was in der Toleranz von einem Menschen mit drin ist. Ich würde sagen, bei dem 9er macht es eigentlich gar keinen Unterschied. Wobei man dazu sagen muss, du fährst dich oft mit Gewicht. Wenn du dich jetzt dran gewöhnen würdest mit Gewicht, wäre die Frage, wie sich da das dann nochmal verhält. Wenn man muss jetzt, du fährst Ideallinie für dein Gewicht, ohne Gewicht, aber mit hast du jetzt ja vielleicht noch gar nicht die richtige Linie gewählt. Das stimmt schon, man muss seine Linie ja wirklich anpassen, wenn du mit mehr Gewicht unterwegs bist. Klar, du hast deine Linie, die du immer fährst mit deinem Gewicht, wie du schon sagst, innerhalb von einer Runde jetzt mit dem Gewicht. Ich meine, wir fahren hier nicht 10 Runden Probe, bevor wir anfangen zu filmen. Wir setzen uns rein und gucken, okay, wie ist es? Von daher, ich glaube echt, klar. Ja, ich würde sagen, dass das sich beim neuen PS-Card hier bei uns nicht viel schenkt. Ob man jetzt die 30 Kilo mehr hat oder nicht. Ja. So viel zu dem Thema. Natürlich aufs Gewicht, glaube ich, an. Ja, ganz klar. Ich würde ja gerne, wenn ihr das mal wollt, noch einen Part machen, wo ich wiege noch mal ein bisschen mehr, wie Marcel schon die Grundgewicht ein bisschen höher ist. Ja. Dass wir das dann einfach noch mal testen, ne? Dass wir sagen, okay, ich wiege knapp 92 Kilo, was schon quasi fast das Gewicht von Marcel ist. Ja, genau. Und dann noch mal 130 insgesamt. Und dann können wir auch echt mal die krasse Variante machen, dass wir sagen, wir nehmen mein Rohgewicht und nehmen deins plus Gewichte. Dass man mal guckt, wie viel dann am Ende 60 Kilo oder 50 Kilo Unterschied mehr machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt. Wie gesagt, jetzt 30 zu 100 macht, 30 zu 100. Also 70 zu 100 Kilo macht keinen Unterschied. Zumindest hier bei uns jetzt nicht und auf die Kürze der Strecke. Das haben wir erledigt. Schreibt bitte in die Kommentare, sollen wir nochmal den anderen Vergleich machen mit einem nochmal schwereren Fahrer, wie jetzt zum Beispiel Tim, und mal eine richtig krasse Distanz oder einen richtig krassen Unterschied nehmen sollen von 70 zu knapp 130 Kilo mit 50 Kilo Unterschied, was da dann die Zeiten ausmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, liken, kommentieren, hatten wir gerade gesagt, nicht vergessen und auch gerne folgen, Kanal abonnieren und wir freuen uns aufs nächste Video. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, ob ihr damit gerechnet hättet, dass es doch nicht so einen krassen Unterschied macht. Bis dann, liebe Leute, macht's gut.